bin Karim Bellarabi. Ich bin in Berlin geboren, in Bremen groß geworden, bin 29 Jahre alt, habe zwei Schwestern und spiele seit 9 Jahren in Leverkusen und trage die Rückennummer 38. In Bremen, in der Karl-Ludwig-Straße, haben wir eigentlich jeden Tag Fußball gespielt. Das war so unser Käfig in Huchting. Das ist mein Freund Yusuf und ja, also ist so mein bester Freund. Hallo, ich heiße Yusuf Rafani, ich komme aus Braunschweig und ich kenne Karim schon, seitdem er nach Braunschweig gezogen ist, in die A-Jugend. Und ich begleite ihn schon seine ganze Karriere lang, von Tag 1 bis jetzt. Wir haben in Bremen, in Huchting, bei uns im Viertel, in der Straße, Karl-Ludwig-Straße. Das war so ein Ascheplatz, aber so ein Käfig. Ja, da haben wir jeden Tag gespielt. Ne? Nach der Schule immer da getroffen. Immer so lange gespielt, bis die Laternen und das Licht angegangen ist. Was hast du so gemacht in Braunschweig vorher? Was hast du immer so gemacht? Ja, ich habe schon damals angefangen, viel Sport zu machen. Ja, du hast American Football gespielt auch. Ne? Genau, ich habe früher American Football gespielt bei den Braunschweig Lions. Das war auch eine coole Zeit. Das ist schon so eine kleine Seelenverwandtschaft, sage ich mal. Ne? Karim ist gekommen, der war auch direkt, sage ich mal, so, der war wie ich. Wir waren uns einfach gleich und das hat dann gepasst. Das hat uns halt die ganzen Jahre dann immer mehr zusammengeschweißt. Ne? Ja, und ich denke, dass wir auch wussten, auch, dass wir in diesem Leben, dass wir auch was erreichen wollen, dass wir was machen wollen. Wir wollten nicht einfach von Tag zu Tag leben, sondern wir haben schon früher gesagt, dass wir Ziele haben. Wir haben auch mal eine Krise gehabt, das passiert auch in Freundschaften. Man kann nicht jeden Tag bester Freund sein. Wir haben uns vielleicht auch mal gestritten. Das ist ja auch wichtig bei einer Freundschaft, dass wenn man mal eine Krise hat, dass man zusammen groß wächst. Ne? Das ist auch mal wichtig, dass auch Yusuf probiert hat, von mir Sachen anzunehmen. Oder wenn er mit mir geredet hat, ich auch mal probiert habe, von ihm Sachen anzunehmen. Und so entsteht dann eine Freundschaft, wenn man sich zusammen dann weiterentwickelt. Wo hast du eigentlich Costa kennengelernt, deinen Berater? Ich habe Costa kennengelernt, damals in Bremen mit 16. Wir haben alles zusammen durcherlebt und ich persönlich konnte halt von ihm sehr viel lernen, auch im Leben. Ja, man hat ja in der Karriere nicht nur Höhen, man hat gute Phasen, schwierige Phasen. Und dann erkennt man natürlich auch Menschen und es ist ja manchmal so im Leben, wenn man dann schwierige Zeiten hat oder es mal nicht so gut läuft, dass dann, ja, dann auch nicht mehr alle da sind. Und Costa war halt einfach immer da und auch wenn ich mal nicht so gute Zeiten hatte. Wie kommt das eigentlich, dass du seit fast 10 Jahren bei Bayer Leverkusen spielst? Ja, also ich habe mich ja damals für Bayern 04 entschieden, weil die halt auch sehr gut mit jungen Spielern umgehen können. Natürlich gab es auch mal Angebote aus anderen Regionen, sage ich mal, oder anderen Vereinen, aber ich fühle mich sehr wohl bei Bayern 04 schon immer. Und wir haben natürlich dort auch eine sehr gute Mannschaft jedes Jahr, spielen immer international. Und natürlich habe ich mir jetzt auch hier in NRW, es ist halt wie mein zweites Zuhause geworden. Ich hatte ja damals die Möglichkeit für Marokko zu spielen oder für Deutschland. Und da habe ich mir natürlich sehr viele Gedanken gemacht. Ich saß mit den Verantwortlichen aus Marokko zusammen, auch mit den Verantwortlichen aus Deutschland. Und ja, und dann habe ich mich am Ende für Deutschland entschieden. Aus den Gründen einfach, dass ich einfach mein Herz habe entscheiden lassen. Obwohl ich Marokko genauso wie Deutschland auch genauso liebe. Ich bin in Berlin geboren und mit 3 bin ich dann rübergezogen nach Bremen. Ja, ich bin mit meiner Mutter dann allein in Bremen gewesen, wo sie dann aber auch meinen Stiefvater kennengelernt hat, der mir da auch viel geholfen hat, weil mein Vater sehr früh verstorben ist. Ja, mein Stiefvater ist immer noch da und ja, wir haben ein sehr gutes, lustiges Verhältnis. Deswegen hatte ich immer auch das Gefühl, für meine Mutter auch was zu machen und Gas geben zu wollen. Und das ist auch meine Motivation, auch heute noch. Ich bin auch hier in Deutschland geboren. Meine Eltern sind Kurden und die sind damals hierher geflüchtet, bevor ich geboren wurde. Ja, mein Vater kommt ja aus Marokko, aus Casablanca und da bin ich noch ab und zu Besuch. Also habe ich noch ein gutes Verhältnis zu meiner Familie in Marokko auch. Und mein Stiefvater kommt aus Ghana und ja, bin ja mit ihm sozusagen auch groß geworden. Deswegen war ich schon 6-mal dort in Ghana, Accra. Ja, man merkt natürlich dann mit 10, 11, 12, also man fragt seine Mama natürlich auch viel mehr über Papa nach und
Dadurch aber, dass mein Stiefvater dann noch da war, haben die mir dann immer relativ früh alles erklärt. Deswegen ging das alles ganz gut, weil ich meinen Stiefvater hatte. Aber trotzdem ist natürlich, sind meine Gedanken natürlich auch immer da, dass mein Wunsch wäre, dass mein Vater jetzt natürlich alles miterlebt hätte.